Spürnasen im Einsatz. Hunde und Herrchen trainieren den Kampf gegen Aufständische. Ein Hundetrupp im Angriff. Der Personenspürhund überwältigt einen Attentäter. Ob zu Wasser, zu Land oder in der Luft. Hund und Herrchen im Dienst der Fallschirmjäger müssen als Team funktionieren. Und dabei geht es nicht zimperlich zu. Gefechte, Hubschrauberlärm, ständige Gefahr für Leib und Leben. Hier trainieren Hundetrupps für scharfe Einsätze. Und wenn sie später dann im afghanischen Gebiet abgesetzt werden, geht es dort wirklich nicht nur um die Wurst. Aber der Hund ist ein Gewöhnungstier, der Mensch auch. Kurze Lagebesprechung bei zwei Hundetrupps in Seedorf. Vor ihrem Einsatz klären die Männer noch einmal, in welcher Reihenfolge sie vorrücken. Gleiches gilt für ihre Hunde. Ein Helikopter der Heeresflieger landet, die Hundetrupps der Fallschirmjäger stürmen los. Zwei Spürhunde ziehen ihre Herrchen zum Landeplatz, dahinter zwei Sicherungssoldaten. Schnell die Gurte festmachen und schon geht es weiter ins Einsatzgebiet. Stress pur für Personenspürhund Kasan. Entspannter dagegen ist Kampfmittelspürhund Akela. Der Sicherungssoldat behält die Umgebung im Auge, bislang keine Feindkontakte. Hier in der Nähe dieses Sees werden sie gleich abgesetzt. Oberstabsgefreiter Sven ist wie alle anderen bereit. Dann kommt das Go zum Ausstieg. In wenigen Sekunden ist der Viermann-Trupp draußen, sichert die Landezone, bis die Bell UH-1D wieder gestartet ist. René und sein Personenspürhund sind gleich gefragt. Hier irgendwo sind eigene Kräfte von Aufständischen angegriffen worden. Die Spürnasen machen sich auf die Suche. Alles bleibt ruhig. Sie suchen Deckung im Wald, müssen eine Anlegestelle am See erreichen. So lautet ihr Auftrag. Sind sie schon im Visier des Feindes? Nein. Hier erwarten sie Kameraden mit einem Schnellboot, die Schwimmwesten anlegen und die Hunde verladen. Nur Vierbeiner Kasan kann sich für den wankenden Untergrund nicht wirklich begeistern. Aber geschafft. Hundeführer René muss Kasan beruhigen. Das Boot kann endlich losfahren. Vier Stern, legen ab, kommen. Kurze Verschnaufpause für Kasan, die Sicherungssoldaten übernehmen. Der Trupp nimmt Fahrt auf. Der MG-Schütze sucht das herannahende Ufer ab. Dort sind sie schon längst bemerkt worden. Die Aufständischen eröffnen sofort das Feuer. Das Schnellboot ist angekommen, keine eigenen Verluste. Die Teams können losschlagen. Einsatz für Kasan. Ein Angreifer ist geflüchtet, doch der Hund ist schneller, stellt den Mann schon nach wenigen Sekunden im Wasser. Hundeführer René und sein Sicherungssoldat sind beiden direkt auf den Fersen. Der Hund ist allerdings auf den Geschmack gekommen, will von seinem Opfer einfach nicht ablassen. Kasan hat seinen Auftrag erfüllt. Jetzt sind die Soldaten wieder dran. Der Angreifer ergibt sich. Der Angreifer wird gleich auf Waffen und Sprengstoff durchsucht. Herrchen und Hund sichern dabei. Kasans Beißattacke war erfolgreich. Der Angreifer hat auf seiner Flucht alles weggeworfen und kann abgeführt werden. Noch ist aber unklar, ob der Auftrag schon erfüllt ist. Hier in dieser Hütte hatten die Aufständischen offenbar ihr Versteck. Doch an dieser Stelle haben Sven und Akela zugeschlagen. Die Hütte ist ebenfalls gesichert, weitere Gegenwehr nicht mehr zu erwarten. Der zweite Angreifer ist ausgeschaltet. Der Trupp kann die gestellte Person ins Lager mitnehmen. Alle sind nach der Übung erledigt. Doch lieber jetzt hart trainieren und danach gilt dann, einsatzbereit, jederzeit, weltweit.